Das ist mein neuer Bottleholder von Humpfzen. Ich kann es nicht aussprechen. Wen interessiert, was das Teil kann und was es nicht kann, dann bleibt dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossen vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist er nun, dieser Humpfzen, ich weiß nicht, ja, Bottleholder von Amazon, den haben wir mal geholt. Und jetzt 2 Wochen im Einsatz und mag ganz einfach mit dir über die Vor- und Nachteile von diesem Teil sprechen. Und ich mag es sehr gern. Du kannst es umhängen, ja, eh ganz klar. Hat auch Molle Riemen, das heißt, du kannst es auch aufs Molle drauf klatschen, wenn du das brauchst. Das Einzige, was ich dazu gebaut habe, ist das hier. Also das war nicht im Lieferumfang enthalten, das habe ich dazu gegeben, aber so soll es sein. Und der hat, der taugt mir aus einem Grund ganz besonders und einem anderen Grund taugt er mir nicht. Aber eine 1,5 PET-Flasche passt da super rein, eigentlich. Nur das Zumachen ist halt irgendwie blöd. Das geht sich einfach nicht mehr aus, weil er schon komplett ansteht. Aber die kann ich schön tragen. Das passt gut. Das taugt mir, das gefällt mir. Das finde ich praktisch und super. Gut. Meine Tatonka große Thermoskanne, die ich auch sehr gern mag. Yeah, passt auch rein. Nur das mit dem Zumachen geht halt nicht. Aber die sitzt auch so gut drinnen, dass ich keine Sorge habe, dass das einfach rausfällt. Ja, außer ich mache 400 Mal einen Salto und freue mich dabei, dann wird es vielleicht doch rausfallen. Aber im normalen Gebrauch hängt auch die gut drinnen. Super, wunderbar, alles cool und yeah! Clean Canteen oder man könnte auch eine Nalgene-Flasche hernehmen, diese Weithalsflasche. Ja, jetzt geht's. So, ich habe jetzt hier hinten in dem Taschel, also unten in dem Taschel, das da auch dabei ist, was eingebaut, und zwar meine Lampe. Ja, die habe ich da tatsächlich noch drinnen vom Training, weil da habe ich sie gebraucht. Da wäre dann noch einmal so ein kleines Fach, um was reinzugeben. Die muss ich jetzt rausgeben und dann kann ich habe ich jetzt reingepoppt. Weiter runter kriege ich es nicht, weil einfach keine Möglichkeit und ja, das ist nicht gestellt, das ist einfach so, was soll ich tun, ja? So, und dann schaut das so aus und ja, da passt jetzt dann fast nichts mehr rein, außer Kleinigkeiten, ja? Also das ist Schaß. Das ist Schaß. Das ist wirklich Schaß, Schaß, Schaß. Also wenn du sagst, du willst da noch deinen Becher auch noch dazugeben, no way. Also zum Beispiel die Tatonka-Becher, diese Händel Max und Mux oder wie auch immer das heißt, das geht sich alles nicht vernünftig aus. Das kannst du... Das hier ist einfach super, wenn du PET-Flaschen transportieren willst im 1,5 Liter Variante und da nicht zumachen willst, dann ist das cool. Und... du musst einfach schauen, ob die Flasche auch wirklich bei dir reinpasst. Mir taugt er trotz alledem. Weil ich nämlich genau das tun kann bei meinen Trainings. Und da gehe ich jetzt herum, die Leute tun was. Hallo Kids, da ist es schon wieder. Da hinten ist wieder das Kids. Ja, da, das geht die ganze Zeit hin und her. Eigenartig, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es so, dass wir die Leute bauen und es ist heiß und so und ich trage dann natürlich meinen Rucksack und der eine ist dort, der andere ist da und ich muss doch einige Meter zurücklegen und da passt das super, weil ich ja immer eine PET-Flasche mit dabei habe und da passt das gut. Ansonsten ja, musst du schauen, ob das Teil für dich auch passend ist. Du hast jetzt gesehen, was es kann und was es nicht kann. Ich sage danke fürs Dabeisein. Mag dir mal einen Kommentar bitten, ob du diese Humpftasche auch hast. Das wäre cool. Ich kann dir die One Tigris empfehlen, habe ich auch einmal ein Video dazu gemacht. Link zu dem Produkt findest du auch unter One Tigris. Die ist natürlich klasse, das ist super. Aber wenn du das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Unten der Link zum Produkt, dein Reini Rossmann. Schön, dass du dabei warst. Und das Reh kommt immer näher. Ich hoffe, es hat keine stille Wut. Bis bald. Ciao.